mit vereinten Kräften gegen dornige Schlehen. Mitarbeitende von Laiba, Nationalparkverwaltung, Naturwacht, PCK und Stadtwerke Schwedt folgten dem Aufruf des Fördervereins Nationalpark Unteres Odertal zum Einsatz auf einer Trockenrasenfläche bei Stützko. Gemeinsam entfernten sie den Schlehdorn, um den wertvollen Lebensraum für gefährdete Arten wie Orchideen zu erhalten. Trockenrasen gilt als besonderes Biotop. Typisches Merkmal ist ein nährstoffarmer Standort.